Die Bustouristik Scherzer ist heute wieder im Bundesabgeordnetenhaus beim Herrn Paul Lehrreder von der CSU. Und ich bedanke mich jetzt schon mal recht herzlich, Herr Lehrreder, dass Sie wieder Zeit für uns einräumen konnten. Heute ist ja ein wichtiger Tag. Gleich kommt eine Großdemo auf das Brandenburger Tor zu. Und wir werden wahrscheinlich am Nachmittag schlechte Nachrichten bekommen, was den Lockdown betrifft. Herr Lehrreder, wie können wir der Bustouristik weiterhelfen? Wir haben im Juni 2017, waren wir 17. Juni hier bei Ihnen auch im Büro und sind dann am Schluss mit einer guten Nachricht rausgegangen. Und jetzt fragen wir nach, wo kann man ansetzen? Wir haben jetzt vom RDA bekommen heute zum Beispiel, kann man die Tilgung, die Zinsen, die Busunternehmer zahlen müssen, an ihre Busse, an ihre Banken, das sind 60 Millionen Euro pro Monat bei 12.000 Reisebussen, kann man da ansetzen? Kann man das Konjunkturprogramm oder die Förderhilfe, die wir hatten, mit den 170 Millionen nochmal ergänzen? Wo kann man ansetzen, Herr Lehrreder? Ja, Scherzer, herzlichen Dank. Danke, dass Sie wieder das Gespräch mit uns suchen. Und wir sind ja mittlerweile schon regelmäßige Freundschaftstreffen hier in Berlin. Mittlerweile möchte ich fast sagen, alle 4 Wochen, 6 Wochen. Ja, kommen wir gerne wieder. Spätestens hier treffen. Nee, und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die Politik anhört, wo sind die Probleme. Wir haben harte Zeiten seit eben März, seit Corona eben da ist. Und es ist auch so, wir haben diese Überbrückungshilfen mittlerweile eben 2-3 Mal schon verlängert. Es geht jetzt in die Diskussion, wir hatten das auch gestern in unserer Arbeitsgruppe besprochen mit einer Vertreterin des Wirtschaftsministeriums. Wie geht es weiter? Was braucht die Branche? Was brauchen die Reisebüros? Aber wie gesagt, was brauchen auch die Busunternehmer? Was braucht die Veranstaltungsbranche? Was brauchen die Schausteller in den nächsten Monaten? Weil wir natürlich uns gemeinsam ehrlich machen müssen und sagen müssen, die Krise ist am 31.12.2020 nicht vorbei. Das geht eben sicherlich lang ins nächste Jahr rein, je nachdem, wie lange das natürlich geht. Und da arbeitet das Ministerium derzeit dran, wie kann diese Überbrückungshilfe weiter fortgeschrieben werden. Bisher war es ja so, die von Ihnen angesprochenen Vorhaltekosten quasi mit den 170 Millionen aus dem Verkehrsministerium, was eben im Mai eben der Branche unwahrscheinlich sicherlich geholfen hat. Da sage ich, jawohl, die Stillstandskosten unserer Busse, unserer hochwertig neuen Busse, werden eben für ein paar Monate ausgeliehen, kompensiert. Jetzt ist zu befürchten, dass das Reisen sicher die nächsten paar Wochen, Monate nicht viel einfacher wird. Nicht nur der internationale Tourismus, sondern auch eben deutschlandweit. Das heißt also, für Ausflugsziele können Sie Ihre Reisebusse möglicherweise die nächsten paar Wochen nur begrenzt einsetzen. Das heißt, da müssen wir gucken, ob ähnlich wie bei den Provisionen der Reisebüros oder eben schon hier bei den Reiseveranstaltern die Gewinnmargen, ob da zumindest die Finanzierungskosten von Ihren Bussen in so ein Programm reinpasst. Ich transportiere es gern weiter, diese von Ihnen angesprochenen 60 Millionen Tilgungszuschuss pro Monat. Ja gut, wir müssen das gleich nochmal mindestens mal 6 rechnen, weil ein halbes Jahr wird sicherlich noch dauern, je nachdem, ob Sie im Frühjahr wieder fahren dürfen, wie weit eben schon hier tatsächlich beschwerdefreies Reisen möglich ist. Ja, und wir wissen auch, das hat uns mehr bei unserem letzten Treffen gezeigt, dass natürlich die Hygienekonzepte der Busse besser sind wie mancher Flieger und auf jeden Fall viel besser wie im ICE. Das heißt, dass sie natürlich sagen, okay, wir filtern quasi die Viren bei uns in den Bussen mindestens genauso gut ab wie andere Verkehrsträger. Da müssen wir, glaube ich, hingucken, was wir ihnen da machen können. Und ich habe eine Bitte, ich habe mir jetzt ein bisschen stichpunktartig in unserem Vorgespräch das aufgeschrieben, was eben Ihre Vorstellungen sind. Vielleicht kann man das nochmal aus Ihrer Sicht eben auch nochmal fixiert eben schicken und dann schicke ich es gerne ans Ministerium weiter. Inwiefern das passt, natürlich wird jede Hilfe, Überbrückungshilfe, branchenoffen formuliert werden müssen. Das heißt, das ist nicht nur für Busse Spezialprogramm, sondern es muss eigentlich für alle, für die Reisebranche, für die Schausteller, für die Veranstaltungsbranche, die ja nachher auch mit dabei ist. Es ist 5 nach 12 Alarmstufe Rot in der Veranstaltungsbranche. Die machen ja gemeinsam mit Ihnen die Großdemo nachher hier in Berlin, dass wir das angucken, wie schon gesagt. Und es wird auch diskutiert über die Frage des Verlustvortrages, ob das in quasi für viele Ihrer Mitgliedsunternehmen vielleicht eben besser noch eben schwind hier eine gewisse Luft zum Atmen eben leichter ermöglichen kann. Ihren Wunsch nach Senkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7%, der ist nicht gänzlich neu. Ich spreche mit unseren Finanzern mal drüben. Es ist natürlich schwierig, dauerhaft und nachhaltig natürlich dem Finanzminister klarzumachen, dass er eben auf 12% Steuer verzichten muss. Wir haben die Diskussion jetzt in der Speisegastronomie, im gastronomischen Bereich für Speisen haben wir sie reduziert. Zunächst befristet bis zum 30. Juni 2021. Mal schauen, wie sich das auswirken wird, ob tatsächlich die Restaurants bis dahin zufrieden sind. Aber wir müssen mal gucken, was da möglich ist. Stichwort Gleichbehandlung mit der Bahn. Die Bahn ist halt eben komplett im Bundeseigentum. Da sagen wir natürlich schon linke Tasche, rechte Tasche.
ob wir uns selber eben ein Stück weit das bezahlen, beziehungsweise um die Attraktivitätssteigerung der Bahn hinzubekommen, um die Verdoppelung der Fahrgastzahlen, wie es der Verkehrsminister die nächsten Jahre, Jahrzehnte sich vorstellt, eben zu erreichen, dass man da natürlich dann die Preise attraktiv gestaltet. Muss man gucken, was man da tun kann. Da will ich Ihnen keine zu großen Hoffnungen zunächst machen, aber wir gucken uns das mal in Ruhe an. Was wichtig wäre, glaube ich, die nächste Zeit, sind diese Tilgungszuschüsse. Wo immer Sie natürlich eine Tilgung oder beziehungsweise Schulden zu bezahlen, haben Sie ja einen Gläubiger. Das heißt, die Banken wollen natürlich ihr Geld sehen. Das heißt, im Endeffekt nur Aussetzung, wie wir es ja in den ersten Monaten der Corona-Pandemie gemacht haben. Ich sage, okay, gut, ich kann das aussetzen, ist nicht viel gewonnen. Muss man gucken, wie gesagt, ich nehme das gern ins Wirtschaftsministerium bei der Fortschreibung, beim Teil 3 Überbrückungshilfen mit rein und gucke, okay, was wir da machen können. Also für uns, wenn man jetzt das so kurz zusammenfasst, aber einmal in der Gesprächsrunde, dass man auf diese 60 Millionen pro Monat eingeht, was die Busunternehmer an Tilgungen oder auch Abschreibungen haben, dass man die sozusagen mal mit in die Berechnung einnimmt. Oder der zweite Punkt, dass man diese 170 Millionen, die schon mal geflossen sind, dass man die eben jetzt im Winter nochmal fließen lässt und würde es denselben Busunternehmer wieder helfen, den schon geholfen hat, was, glaube ich, auch ein einfacher Weg wäre, weil ja das alles schon bekannt ist. Nur ob es aus dem Verkehrsministerium kommt oder aus dem Wirtschaftsministerium, das ist natürlich jetzt da, wo der Topf ist, sollte ja auch geleert werden. Und wenn wir dann zur Kenntnis nehmen, dass von den 25 Milliarden Euro Konjunkturprogramm noch 22 Milliarden da sind, dann würden wir schon gerne die Hand heben und sagen, hallo, uns gibt's, wir möchten da auch gerne was davon haben. Und zwar einen deutlichen Betrag, um diese 4.500 Einzelbetriebe am Leben zu halten. Mhm. Den Punkt der Mehrwertsteuer, den hatte ich eigentlich jetzt deswegen nur eingeräumt, um zu sagen, wir haben von Frau Merkel gehört, die Gesundheit des Bundesbürgers steht in erster Reihe vorne dran. Und wir sagen, der Reisebus ist das sicherste Fahrzeug in der Pandemie durch seine Belüftungstechniken. Ich schütze also meine Bürger mit diesem Fahrzeug mehr, wie wenn ich sie in einen Flieger steigen lasse oder in einen ICE steigen lasse, wo die Belüftung 7-mal schlechter ist wie in einem Bus. Und damit möchte ich doch sagen, sollte man jetzt auch diesem sichersten Fahrzeug in der Pandemie diese Mehrwertsteuersenkung geben, dass sie endlich auch gleich mit der Bahn ist, gleicher Wettbewerb. Und auch noch gesünder, das ist doch ein Argument, wo man sagen muss, das sollte man jetzt mal ansetzen. Ich weiß, Herr Lehrer, dass Sie haben jetzt wieder einen dicken Forderungskatalog, aber Wunschzettel. Wunschzettel, also, ja. Nee, aber nochmal, es geht um die Auflistung Ihrer Probleme. Ja. Das heißt, wir können ja nur dann Entscheidungen treffen, wenn wir als Volksvertreter eben nicht dem Volk eben zuhören, dann wissen wir nicht eben, was tatsächlich benötigt wird, was gebraucht wird. Wir können jeden Wunsch erfüllen, ja, ist klar, aber wir können es zumindest transportieren an diejenigen, die mehr Macht haben wie wir. Ja. Eine normale kleine Abgeordnete. Ja. Ne? Und dann besprechen wir es mit denen. Und das hat einiges, ich muss ganz ehrlich sagen, da war das Wirtschaftsministerium auch offen. Wenn ich an die Fixkostenregelung bei den Reisebüros denke, wenn ich an die Gewinnmargen bei den Reiseveranstaltern denke, das waren alles Sachen, die hat man sich vor einem halben, Dreivierteljahr noch gar nicht, vor einem halben Jahr noch nicht vorstellen können. Das ist am 8. Juli in der Überbrückungshilfe eben 1 eben reingeflossen. Da hat das Ministerium sehr wohl hingeschaut, wo braucht welche Branche eigentlich was, welche Unterstützung. Ja. Und ich wünsche mir diese Sensibilität natürlich von unserem Wirtschaftsministerium, vom Tourismusbeauftragten, aber auch von Peter Altmaier, auch bei der Fortschreibung jetzt ab 1. Januar in dem Überbrückungshilfe Römisch 3, dass wir das eben entsprechend hier so strecken, wie die Branche tatsächlich so Unterstützung bekommt, dass die Unternehmen, die im Dezember 2019 alle gesund waren, dass die tatsächlich eine reelle Chance bekommen, diese Krise zu überleben. Egal, wie lange es dauert. Da hoffen wir jetzt mal auch auf Ihre Unterstützung wieder. Wir haben ja zum 17. Juni da sehr gute Erfahrungen gemacht und wir hoffen, dass Sie sich da wieder durchsetzen und alle im Hause überzeugen, dass wir mit der Bustouristik auch in Zukunft weiter bestehen können und weiter fahren können. Also das ist, wie gesagt, ein Hilferuf jetzt, den wir einfach nochmal deutlich bringen müssen. Ja. Nee, und uns geht es darum, halt kontinuierlich mit Ihnen im Gespräch zu bleiben, nicht nur in Schönsein, sondern vor allem, wenn es uns so nass reingeht, wie es momentan der Fall ist. Wie gesagt, wenn jetzt davon auszugehen ist, dass Reisen eben entsprechend hier nicht notwendige Reisen heute Nachmittag möglicherweise bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin vielleicht irgendwo auch ausgesetzt werden sollen für etwa einen Monat, dann ist ein Monat quasi Beschäftigungsverbot. Für das Berufsverbot, ja. Ja, für die Reisebranche da. Und das betrifft die Reisebüros, die genauso eben entsprechend hier Angst haben. Das betrifft die Busveranstalter, die Busbranche.
Oder schauen wir, was wir da machen können. Mir wäre es lieber gewesen, man hätte gleich schon eine Entschädigungsregelung für dieses anstehende eben Lockdown Light eben mit dabei gehabt. Aber wir müssen jetzt gucken, was braucht ihr und wie können wir euch helfen, dass nicht mehr Insolvenz gibt, wie tatsächlich eben auch in der normalen Zeit da wären. Ja, aber wie gesagt, 22 Milliarden sind noch da. Da würden wir schon gerne an Ja, aber diesem nochmal, teilnehmen. das klingt alles so leicht. 22 Milliarden sind noch da. Sie kennen die haushaltsrechtlichen Bestimmungen, wonach Ja. die zum Jahresende quasi wieder dem Finanzminister in die Tasche fallen. Also habe ich gesagt, da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir erstens mal ins Jahr 2021 übertragen bekommen. Da sind wir dran Okay. und habe das kämpfen drum, dass wir das tatsächlich in dem Programm behalten können. Ich gehe davon aus, so was ich den Scholz die Tage in den Medien wieder gehört habe, dass er da auf jeden Fall mitmacht, weil die Branche braucht es. Ja. Die ganze Reisebranche, die ganze Touristikbranche. Ist doch noch nicht eben auf festem Boden. Nein, Wir noch nicht. bauen eine Brücke momentan im Nebel, weil wir nicht wissen, wo das andere Ende des Tals ist Ja. und hoffen, dass wir mit dieser Überbrückungshilfe eben schon hier das andere Tal erreichen. Nicht mal wissen, wie lang die Brücke sein muss und sein wird. Und darum, ich bin um jede Milliarde, die wir quasi für die Branche noch eben in dem Topf drin haben, froh und dankbar, weil wir werden vieles aus dem Topf noch brauchen, glaube ich, die nächsten Monate. Ja. Herr Lehrer, ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich für den Empfang wieder bei Ihnen und lassen Sie sich unsere Kleinigkeit vom Tegernsee schmecken. Also